me down and make me weak again. After all, I called you my best friend. And I've been here, I know the story ends. With broken hearts and us playing pretend. Break me down. So, guten Morgen und willkommen zum ersten Vlog von der Australien-Tour. Wir sind jetzt hier bei unserem 18-Stunden-Layover in Taiwan. Wir haben einen auf dem Hinflug, einen auf dem Rückflug. Auf dem Rückflug schauen wir uns dann einmal die Hauptstadt hier Taipei an. Und heute haben wir den Mietwagen hier gemietet für den Tag. Und damit geht es jetzt erstmal gleich in das Discovery World. Natürlich die Heimat vom Vekoma Tilt Coaster Gravity Max. Und danach machen wir noch ein bisschen Sightseeing, fahren einmal noch hoch zum Sun Moon Lake, schauen uns so ein bisschen die Insel an. Aber jetzt gleich erstmal den einen Freizeitpark von Taiwan, für den man das Land auf jeden Fall kennt, um gleich einmal den Tilt Coaster zu testen. Bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt drauf, was damit wird. Und dann melde ich mich gleich von dort wieder. So, wir sind jetzt hier angekommen, direkt beim Discovery World. Parkplatz ist jetzt nicht so voll, aber einige Schulbusse wahrscheinlich da, oder zumindest Busse, weil ist Sonntag heute. Und da waren gleich ein paar Leute oder eine Person vom Marketing, denn wir können Onrides machen, vor allem von Gravity Max, was natürlich echt super ist, weil es davon ja noch nicht so viele Videos gibt und das Ganze natürlich dann schon relativ beeindruckend ist. Aber haben gerade schon beim Herfahren das riesige Riesenrad einmal gesehen, da wird es auf jeden Fall auch eine Fahrt drauf geben. Davon werden sicherlich auch ein paar schöne Aufnahmen dann später noch kommen. Segment einmal nach vorne und es geht hoch. Ja, man hängt jetzt auf jeden Fall schon gut im Bügel drin und der Blick ist natürlich der Wahnsinn. Wir sind im sehr abrupten Break One. Das war die Fahrt. Wir haben hier eine Inversion, den Looping Deck hier, der um diesen Weg drum führt. Jetzt keine lange Bahn, der Drop, Looping, Helix und das war's auch. Aber für diesen Gimmick mit erstmal den gesamten Tilt-Track definitiv beeindruckende Bahn. Ist ein alter Weg, ist ein alter Wegkomma, aber Fahrverhalten ist vollkommen in Ordnung, definitiv, trotz der Schulterdicke. Also lohnt sich auf jeden Fall zu fahren. Thank you.
So, wir sind jetzt bei der Achterbahn vom Park gefahren. Zweimal direkt zu Beginn Parody Max, der Tilt Coaster. Einmal vorne, einmal hinten. Ihr habt ja gerade schon das Facecam On-Ride aus der letzten Reihe gesehen. Also echt beeindruckend, diese Bahn endlich gefahren zu sein. Natürlich jetzt nicht sehr lang. Nach dem Tilt-Track passiert auch nicht gerade mehr viel. Aber alleine dafür, wenn man dort schön im Bügel hängt, hat auf jeden Fall etwas. Und dann gerade nochmal die andere Achterbahn gefahren, Vekoma Junior Coaster. Haben jetzt alle Achterbahnen hier durch. War jetzt nicht viel, aber echt auch nochmal Grüße raus an das echt nette Marketing, das wir hier filmen durften. Hat alles super geklappt. Und wir machen gerade nochmal eine Runde hier durch den Park, schauen nochmal, was es hier sonst noch hat. Die beiden Wasserbahnen haben aktuell geschlossen, ist zwar über 20 Grad, aber für hier trotzdem Winter. Und dann gibt es noch ein paar Aufnahmen von außen und dann machen wir uns auf den Weg, um weiter in die Berge zu fahren, hier von Taiwan. So, und wie hat denn dir deine erste Achterbahn in Taiwan gefallen, der Junior Coaster? Sehr, sehr gut. Mit der Alessio macht es definitiv immer am meisten Spaß. Wir haben auch eine von den Bahnen, die zu hat, laufen gerade überall auch Wartungsmitarbeiter rum. Lokflur mit einem ziemlich großen Drop, Indoor-Part und so weiter. Coaster-Count listet es auch als Count, also wird es wahrscheinlich auch irgendwo drin auch einen kleinen Hügel geben. Ich würde es eh nicht zählen, aber hier hat auf jeden Fall geschlossen. Da drüben geht es auch noch weiter und ist komplett kein Wasser drin, genauso wie das Rafting. Aber Hauptsache, die beiden Achterbahnen haben auf, das war schmerzbar. Sieht aber trotzdem für einen Lokflur echt nicht schlecht aus. Ich bin gerade nochmal hier in die Warteschlange von Quality Max gelaufen, ein paar Aufnahmen zu machen von außen, weil viel ist auf jeden Fall nicht einsehbar. Es gibt jetzt auch nicht so viel Strecke, aber zumindest ein paar Aufnahmen von der Bahn müssen sein. Vorne stand auch ein Schild, so circa 10 bis 15 Minuten zwischen jeder Fahrt. So richtig wie auch damals in Korsana, da ist in Istanbul bei den Achterbahnen dort, wo man auch mal 10 Minuten warten musste zwischen jeder Fahrt. Hier ist zum Glück nichts los, aber für Aufnahmen machen definitiv nicht angenehm. So, wir haben den Park jetzt auch verlassen, war nicht ganz 2 Stunden hier. Gerade nochmal das einzige, was Anne gut aussah, vom Merchandise gekauft. Mini-Lego-Set für umgerechnet circa 10 Euro hier von Gravity Max. Wenn man schon mal hier ist, kann man es einmal mitnehmen. Wir konnten die beiden Achterbahnen fahren, sonst haben wir jetzt nichts anderes mitgenommen. Es hat noch ein paar Flat Rides, einen anderen, einen tanzenden Pavillon, wie früher auch im Holiday Park stand. Dann einmal ein Topspin und noch einmal der überdachte Flat Ride. Sieht so ein bisschen aus wie Ecstasy im Prater. Ich weiß noch nicht, ob er Überschläge macht. Und sonst natürlich noch viel für Familien, viele Kinderfahrgeschäfte. Hat noch so eine kleine Kinderbootsrundfahrt und so weiter. Also schon viel zu bieten, aber alles auf jeden Fall schon sehr in die Jahre gekommen. Die beiden großen Achterbahnen sind schon über 20 Jahre alt und ich glaube auch sonst die ganzen anderen Attraktionen sind nicht viel neuer. Und außer bei diesem Jurassic Café, Restaurant oder so, da sieht man auch, wie einfach die Farbe überall abplatzt. Und das Einzige, was ein bisschen gut aussieht, ist eigentlich wirklich Gravity Max, was ein bisschen zumindest den Vorplatz nochmal neu gestrichen haben und die Queue-Line. Der Rest alles ein bisschen runtergekommener und ich glaube auch nicht, dass hier so schnell eine neue Attraktion folgen wird, weil hier hatten auch drin noch einmal eine große Wasserfontänen-Show-Gebiet. Normalerweise gab es hier früher auch mal Feuerwerk, aber meine gerade die Mitarbeiterin vom Marketing, mit der wir uns getroffen haben, dass das so leider nicht mehr stattfindet, obwohl es so eigentlich ganz nett aussieht und drin von der Anlegung her gefällt es mir, aber könnte natürlich so von der Pflege ein bisschen mehr gemacht werden. War jetzt schade, dass die beiden Wasserbahnen noch zu hatten, weil das Rafting dürfte in Termin sein, ziemlich groß oder HFM irgendwas in die Richtung und dann der andere große Lokflum sah echt nicht schlecht aus, aber der Hauptgrund war Gravity Max, das konnten wir fahren, fährt auch nur alle 10 bis 15 Minuten, also wirklich wie damals auch im Corsa Natasi letztes Jahr, zwischen die
der Fahrt. Zum Glück ist es nicht voll, aber jetzt hier, um Aufnahmen von außen zu machen, war es auf jeden Fall sehr anstrengend, immer zu warten. Und ich habe jetzt von außen, glaube ich, auch nur 3 Fahrten oder so gefilmt, weil es einfach viel zu lange gedauert hat zwischendurch. Aber jetzt hier in 2 Stunden den Park gut durchbekommen für Gravity Max, lohnt es sich auf jeden Fall. Aber da werden die neueren Tilt Coaster, wenn sie dann irgendwann vielleicht mal im Coderland eröffnen und so weiter, sicherlich deutlich spannender. Aber das Konzept ist natürlich der Hammer. Und dass hier so ein Prototyp steht, war auf jeden Fall echt richtig cool zu testen. Wird auch nochmal ein eigenes Video auch zu online kommen. Weil das ist auf jeden Fall eine große Achterbahn-Besonderheit. Wir sind wieder auf dem Parkplatz. Deswegen hier nochmal vielen Dank an die Einladung von Discovery World, dass wir umsonst rein durften, dass wir filmen durften. Das war auf jeden Fall auch echt super. Und wir machen uns jetzt auf den Weg. Wir haben erst gegen 12.15 Uhr. Unser Flieger geht erst heute Abend gegen Mitternacht. Also auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit hier, was von Taiwan sich anzuschauen. Und dann heute Abend geht es dann über Nacht mit dem Flieger nach Australien. Und nächste Woche werden dann auch die Freizeitparks an der Gold Coast besucht. Dazu wird es dann separate Vlogs geben. Aber jetzt bekommen wir noch ein paar Aufnahmen hier von Taiwan, bevor es dann für uns weitergeht nach Australien. Aber trotzdem schon mal danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Lasst gerne ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und ciao.